Ja, jeder kennt das Problem, man steht am EC-Kartenautomat, macht die Karte rein und ja, wie war das nochmal mit der PIN-Nummer? Natürlich hat man sie mal wieder vergessen. Dieses Problem möchte jetzt eine deutsche Firma lösen mit der PinSafe-Karte. Ich packe sie mal aus. Das ist eine kleine Karte. So, also sieht aus wie eine EC-Karte, hat in etwa die Form und es ist eine Karte, die man per NFC auslesen kann. Und ja, was kann das auslesen? Ein Android-Handy. Ja. Was kann man also damit machen? Auf dieser Karte kann man bis zu 50 PIN-Nummern, Passwörter oder was auch immer speichern. Und immer dann, wenn man sie braucht, kann man sie mit dem Handy auslesen. Und wie das geht, das zeige ich euch mal kurz. So, wie funktioniert es jetzt letztlich? Ihr seht, ich habe mir auf dem Android-Handy hier schon eine App installiert, die heißt PinSafe-App, gibt es natürlich im Play Store und selbstverständlich kostenlos, wenn man denn diese Karte schon erworben hat. Man nimmt die Karte raus, ja, und zur Hand. Ich stehe jetzt quasi am EC-Kartenautomat, tippe die App, halte die Karte hinten dran, gebe mein Passwort ein, oder meinen PIN-Code ein, den ich vorgegeben habe. Zack, und hier werden mir jetzt die Pins für meine Banken angegeben. Genauso gut kann ich natürlich auch E-Mail-Daten beispielsweise eingeben oder sonstige Dinge, die ich mir unbedingt merken möchte. Ganz wichtig, wenn ich die Karte entferne, bleibt es dort, ist mir beim Testen aufgefallen. Und deswegen ist es wichtig, dass man am Ende der Geschichte hier unten nochmal tippt, damit auch wirklich die Sachen nicht mehr sichtbar sind, falls mal jemand anders das Handy in der Hand hat. Ja, was ist sonst noch zu dieser Karte zu sagen? 50 Datensätze könnt ihr hier drauf speichern. Mehr Konten sollten die meisten Menschen vermutlich nicht haben. Ja, dann lässt sich natürlich relativ leicht im Portemonnaie mitnehmen, wie auch alle anderen Karten, die ihr so habt. Natürlich stellt sich auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich die PIN-Nummer vergesse? Ja, dann ist halt Pech gehabt. Also die PIN-Nummer für die Karte müsst ihr euch unbedingt merken. Und was passiert, wenn die Karte zerstört wird? Nun, da hat sich der Hersteller auch Gedanken gemacht und hat gesagt, ja, dann kauf einfach eine zweite Karte. Da kannst du quasi ein Backup drauf machen. Wenn dann mal eine verloren geht, dann kannst du immer noch auf deine Sicherheitskarte zurückgreifen und da auch die Pins rauslegen. Solltet ihr diese Karte mal verlieren, dann kann der Dieb oder Finder mit der Karte rein gar nichts anfangen, denn die Karte ist ja erstens mit PIN gesichert und zweitens auch nur an dieses Telefon gekoppelt. Also beim Einrichtungsprozess stellt diese Karte quasi fest, mit welchem Telefon genau, mit welcher E-Mail-Nummer verbinde ich mich hier eigentlich und nur damit funktioniert es auch. Ihr könnt jetzt also nicht an ein anderes Handy gehen und es dort nochmal versuchen. Diese Karte kostet 19,90 Euro, soll jetzt demnächst in den Handel kommen. Wir sind gespannt darauf. Nützliches Gadget, beim Einrichtungsprozess noch ein bisschen hakelig und das funktioniert noch nicht mit jedem Handy so ganz hundertprozentig, je nachdem, wie man gerade so die Karte hält. Da muss das noch ein bisschen hakelig, aber das wird sich wahrscheinlich noch mit Updates der App geben. Leider, leider geht das Ganze nur für Android-Handys und nicht für iPhones. Woran liegt das? Das liegt nicht etwa am Hersteller, sondern Apple mag einfach seine NFC-Schnittstelle nicht so einfach freigeben. Die wollen es schlicht nicht. Also ihr braucht schon ein Android-Handy. Sonst nützt euch das Ding gar nichts. Also schaut es euch an. Spannend, 20 Euro für Leute, die wie ich irgendwie immer alles vergessen und auch die Pins, ist das bestimmt eine sinnvolle Sache.